Moin, moin und herzlich willkommen bei der Computerstube an der Schwentine. Wir spielen wieder 7 Days to Die. Wir haben ja eine Wüstenstadt gefunden und sahen von dort aus eine Stadt. Was soll ich sagen? Die Stadt war wieder im verbrannten Bereich. Wieder da, wo die ganzen Bären und Tiere lauerten. Ja. Ich habe meinen Rucksack dort verloren. Ein Buch. Hab da noch eine Aufgabe vom Händler geholt. Ein Händler ist da immerhin. Ich glaube, ich werde diese Woche so ein bisschen abschreiben. Ich glaube, ich werde meine... Ich glaube, ich werde nachher noch mal ein bisschen durch meine Stadt wandern, wenn ich die Aufgabe erledigt habe. Da noch mal zwei, drei Gebäude ab. Wir waren doch schon Tag 12. So, ich will einmal kurz lesen. Ich will nichts von euch, ihr sollt auch nichts von mir wollen. Ein bisschen Müll durch die Tür. Ich muss einmal ganz kurz hier die Karte anschauen. Ah, der Pfeil ist beim Händler. Ja, da würde ich noch gerne erstmal hin. Schon wieder ein Geier. Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ich hatte meine Truhe mit Händlersachen ausgeräumt. Drop your weapons or drop your drawers. So, das würde ich gerne verkaufen. Das würde ich gerne verkaufen. Das würde ich alle verkaufen. Das ganze Bargeld würde ich verkaufen, das Buch kann ich verkaufen, den würde ich verkaufen und den. Are we done here? Ja. Ich habe noch einen Auftrag von dir. Thank you.
nicht angeschaut, Mann. So.
das habe ich erledigt. So. So, die Aufgabe habe ich erledigt. Ich fahre zurück. Ich möchte sonst... Ich möchte nicht allzu viel zu tun haben. Nein, erstmal nicht. Ist dieses Gebiet einfach noch zu hart. Einfach zu viele Bären. Da läuft der nächste rum. Zu viele Geier. Vogelnest. Also ich sag mal so, dieses Gebiet ist noch nicht so ganz meins. Also da, wo die Stadt liegt.
Geier. Müssen die jetzt auch schon wieder da sein? Ich will doch eigentlich nur wieder zu meinem Rucksack. Mal beim Händler vorbeischauen. Ganz viel Straßen in dem Gebiet gefunden. Da sind zwei Händler. Ich glaube, das nächste Mal müsste ich von meiner Hauptbasis nach Süden aufbrechen. Reihe was. Das ist ein bisschen viel. Vergessen. Sollte auch erstmal Fahrrad abholen. Mein Rucksack, also hauptsächlich mein Rucksack. Also, ich war jetzt wirklich nur dabei, meinen Rucksack abzuholen. Und da wird man schon...
ja von allen Seiten angegriffen. Ich hab da langsam keine Lust mehr zu. Hier ist mir noch eine schöne Kirche. Die drei Gebäude waren auch was Nettes. Ich höre schon wieder Flügel schlagen, ich will es gar nicht wissen. Da habe ich eine Schlange gesehen. Wie gesagt, mich interessieren gerade auch nicht die Punkte. Ich will jetzt einfach nur wieder durch sein. Ich will meine Sachen haben. Ich muss noch einmal kurz zum Händler. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der Händler ein Buch, was mich noch interessieren könnte. Gut. Also mich interessiert jedes nicht gelesene Buch, muss ich dazu sagen. Weil... ich will ja neben Landschaft erkunden. Es ist schon wieder 17 Uhr. Ich würde eigentlich noch ein bisschen in meiner Stadt was sich anschauen. Nein, es ist wieder fast nur Rucksack holen. Diese Städte sind ja schön, aber bitte doch auch erst, wenn ich vernünftig ausgerüstet bin. Also im anderen Spiel mit 100 Tagen und ich habe eine AK. Ja, in Ordnung. Dann kann ich mir sowas hier leisten, aber...
Hier soll ein Fahrrad liegen. Seht ihr eins? Ich sehe keins. Never would have guessed you'd pull through, but you did, so here you go. So. Da habe ich noch was zu verkaufen. Da habe ich noch was zu verkaufen. That's all you're gonna buy. I'll let you show yourself out. Na, habe ich doch mein Fahrrad da hinter irgendwo liegen gelassen. Ist das beim Händler drin? Da drin. Kommt's da rein? Yeah.
bin dann überlegen, ob ich nicht nochmal einen Ausflug dahin mache. Oh, das ist ja richtig in dem Gebiet. Nein. Nee, der kann dann liegen bleiben. Den kann ich mir irgendwann später mal holen, aber... Und das Gebiet jetzt weiter reinfahren? Nee. Nein, danke. Da kommt gleich wieder ein Geier. Noch einer. Zum Glück bin ich nicht mehr ganz so weit weg. Das ist mein Zuhause. So. Nicht die beste Methode, aber ich habe noch kein Werkzeug. Thank you.
So, jetzt bin ich zumindest schon mal wieder in meiner Stadt. Es gibt eigentlich zwei Gebäude, die ich hier durchsuchen wollte. So, ich nehme mal einen Gegenstand. Den repariere ich mal. Ganz nettes Gebäude. Da drüben war die Treppe nach unten. Vorräte, Essen. Geht man hier weiter? Ist nichts.
Doch, das scheint der Weg weiter zu sein. Jetzt wieder übers Dach. Kiste. Die Regale. Bücherregal. Lese ich mal. Mitnehmen. Munition. So. You
Arm ist weg. Schade. Aber ich glaube, ich sollte erstmal ein bisschen sortieren gehen. Dazu fahre ich in meine Station hier. Die würde ich auch einfach hier belassen. Ich werde da nicht unbedingt Sachen mitnehmen. Eingerichtete Bude. So. Fleisch. Knochen können hier erstmal hin. So. Eine Taschenmappe kann ich. Wieder mitnehmen würde, wären Sachen für den Händler. Das kann ich also auch erstmal sammeln, damit ich sie nicht mehr drin habe. Die nutze ich auch nicht. Ein Rezept brauche ich nicht. Ein Rezept brauche ich nicht. Sachen kann ich behalten. Nein. Die Handwerker nutze ich auch nicht. So, Dosen brauche ich auch nicht. Essen kann ich gebrauchen, Geld kann ich gebrauchen. Das will ich haben. Geht zum Händler. Das ist Essen. Das ist Essen. Das ist was zu trinken. Das ist Medizin. Das ist Holz. Das ist Munition. Das ist Munition. Das ist Essen. Thank you.
auch schon wieder um. Aber Öl kann hier hin. Sowas kann hier hin. Eisen kann hier hin. Nägel kann hier bleiben. Die können hier bleiben. Tape kann hier bleiben. Das Honig will ich mithaben. Kleine Steine will ich mithaben. Wasser will ich mithaben. Natursatz will ich mithaben. Das will ich mithaben. Den Steinfall will ich auch mithaben. Das will ich auch mithaben. Das auch. Der kann hier hin. Kohle kann hier hin. Gras will ich mithaben. Leder kann hier hin. Da habe ich noch zwei Sachen, die hier bleiben können. Und Stoff kann hier noch rein. Ich glaube, wenn ich so viel Sechser habe, sollte ich mir eine Sechser mitnehmen? So, eine Taschenlampe kann hier hin. Patronen können hier hin. Ein Messer kann hier hin. Die Eisen. Achso, das ist noch was anderes. Die können hier hin. Kann ich auch mal hier lassen. Ich glaube, das eine Fleisch kann ich auch hier lassen. Trübes Wasser kann hier hin. Dosen können hier hin. Das sind Sachen, die ich eventuell mal mitnehmen möchte. Sag mal so, gucken wir jetzt hier noch die Kirche an. Ist offen für jeden. Moin.
Sarg. Ein bisschen Fleisch drin. Da ist auch nicht viel drin. Hier. Gucken wir mal, was hier unten los ist. Müll. Das hört sich aber mehr nach draußen an. Sagt noch, da ist du, der ist offen, den kann ich mir noch anschauen. Da ist noch ein Athleter, sagt, der ist offen, da ist noch einer. Sind beide offen. Da war ich schon. So, ich guck mal, einen Punkt habe ich noch 0. Stärke. Brauche ich 3 Punkte. Klopft also die ganze Zeit. Also die Vordertür ist offen.
So, der sagt mir, ich soll was essen. Ich soll ein bisschen mehr essen, glaube ich. Ich soll ein bisschen was trinken. Nehmen wir das. Und dann... Ist mir etwas noch mit daran? Dann habe ich hier noch ein bisschen Mineralwasser. Es ist gleich 8, also im Spiel. Ich vergessen, du das mitzunehmen. Das sieht aus. Halten wir mal hier. Das und das und das geht in den Verkauf. Das geht hier mit rein. Das geht hier mit rein. Kaffee behalte ich. Dafür geht der Stoff hier rein. Eisen geht hier rein. Städten will ich nichts mehr zu tun haben. Da ist ein Händler. Da ist meine Basis. Mag. Ich sollte also gleich erstmal Richtung Süden fahren. Aber das mache ich dann alles am Tag 13. Ich würde sagen, das war's für heute. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten hoffe ich, dass bis zum nächsten Mal nicht ganz so viel Wasser die Schwentine runterläuft. Besucht mich auch auf computerstube.info. Ja,
Ich produziere diese YouTube-Videos auf Twitch vor. Da kann man sie dann auch teilweise schon etwas früher sehen. Ansonsten viel Spaß und tschüss.